Mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, also eine Forderung, die viele Kommunen vor Probleme stellt. Die Kassen sind leer und durch die Corona-Pandemie fallen noch mehr Einnahmen weg. Wovon also sollen höhere Gehälter bezahlt werden? In der ostdeutschen Kleinstadt Merseburg zum Beispiel wurde in den vergangenen 15 Jahren das Personal im öffentlichen Dienst bereits deutlich reduziert und jetzt droht ein weiterer Stellenabbau. Merseburg in Sachsen-Anhalt, eine mittelalterliche Stadt mit 35.000 Einwohnern, bekannt für den Dom. Große Betriebe gibt es kaum, folglich kaum Gewerbesteuern. Die Stadt lebt hauptsächlich von den Zuwendungen durch das Land Sachsen-Anhalt. Schon in der Vergangenheit war das Geld knapp. Und mit Corona sind auch noch die Einnahmen aus Bußgeldern und Eintritten weggefallen. Das zeige sich an vielen Stellen, so der für die Finanzen zuständige Bürgermeister. Kulturveranstaltungen haben nicht stattgefunden, haben also auch keine Einnahmen gebracht. Natürlich sagen die meisten Leute, Kulturveranstaltungen sind eh nie kostendeckend. Aber in dem Fall fehlen ihnen die Einnahmen, die sozusagen ohnehin schon gering waren, dann aber noch zusätzlich. Mit 15 Millionen Euro sind die Personalkosten der größte Batzen im Haushalt. Dabei wurde schon jede vierte Stelle gestrichen. Der Ausgang der Tarifverhandlungen könnte die Stadt bis zu 700.000 Euro kosten. Geld, das dann woanders fehlen würde. Am Ende wird der Stadtrat über die Streichliste entscheiden müssen. Wenn die Merseburger ihre Schwimmhalle behalten wollen, ihre Bibliothek behalten wollen oder eben auch den Tierpark, dann wird es dazu führen, dass wir die Einnahmen erhöhen müssen. Und das heißt vor allen Dingen Steuern erhöhen. Und Steuern erhöhen heißt Grundsteuer erhöhen. Also müssten die Hauseigentümer bezahlen. Dabei ist die Grundsteuer in Merseburg jetzt schon höher als anderswo. Bürgermeister Gatzlaff hofft bei den Tarifgesprächen auf einen Kompromiss. Auch wenn er weiß, dass gutes Personal auch angemessen bezahlt werden will.